Als die Frage kam, ob ich hier moderieren soll und will, habe ich mich geschreckt, weil ich mir gedacht habe, was kann Berlin von Wien lernen, was kann ich Ihnen erzählen, was Sie nicht schon wissen. Aber ich habe mich in den letzten 2 Stunden ein bisschen umgehört, ich habe Sie jetzt gehört und es beruhigt mich ein bisschen, dass wir die Sorgen teilen und dass auch meine Antworten, die wir in Wien gefunden haben, wir haben ja einen Masterplan für eine partizipative Stadtentwicklung erarbeitet, dass das, was wir getan haben, vielleicht auch für Sie ein Leitfaden sein kann, ein Input sein kann, ein paar Ideen sein können. Es überschneidet sich auch ein wenig mit den Antworten auf die 7 Fragen. Ich würde loslegen, ich versuche schön Hochdeutsch zu reden, weil der Taxifahrer hat heute zu mir gesagt, Sie sprechen so schönen Dialekt, aber ich verstehe Sie nicht. Also im Fall, dass Sie mich nicht verstehen aufgrund des Dialektes, dann rufen Sie raus. Wenn Sie mich aufgrund anderer Dinge nicht verstehen, dann reden wir nachher darüber, okay? Worum geht's? Berlin gibt sich Leitlinien für Beteiligung an räumlicher Stadtentwicklung und ich vermute, weil Ihnen die Stadt nicht egal ist. Und Wien hat sich gegeben, einen Masterplan für eine partizipative Stadtentwicklung. Wir haben ihn jetzt geschrieben, wir hatten 2 Jahre eine politische Pause, ich gehe später nochmal drauf ein und wir beginnen jetzt mit der Umsetzung. Also genau genommen sind wir genauso auf dem Weg wie Sie, wir haben vielleicht ein bisschen früher begonnen. Das Ziel, glaube ich, ist aber dasselbe. Es geht darum, dass man sich überlegt, wie kann Beteiligung, wie kann der Dialog funktionieren, wenn es um große Stadtentwicklungsprojekte geht, wenn es um Stadtentwicklungsprojekte geht, die Sie in irgendeiner Form betreffen, die das Gesicht der Stadt verändern, die vielleicht auch die Atmosphäre der Stadt verändern, wo Ängste und Sorgen dabei sind und wo man einfach gerne von Anfang an dabei sein möchte. Ich möchte Ihnen gerne 3 Dinge mitgeben und es würde mich sehr freuen, wenn diese, eigentlich sind es 3 Eigenschaftsworte, wenn Sie die begleiten, vielleicht nicht nur heute Abend, sondern vielleicht auch, wenn Ihr Projekt weitergeht, mal sehen. Das erste Wort kennen Sie schon, das kommt immer wieder vor, frühzeitig. Sie sagen es selber, frühzeitige Planung, frühzeitig eingebunden. Auch in Wien war das ein großes Thema und dann war das Thema, wann ist wirklich früh? Und wir haben uns gedacht, das ist ganz einfach, weil vom Gedanken, von der Idee bis zum Bauen gibt es einen Prozess. Wir sind in die Planungsabteilung der Stadt gegangen und haben gesagt, sagt uns bitte jetzt die verschiedenen Phasen, wie so etwas abläuft. Weil sonst können wir uns nicht überlegen, wie man gut dazu kommuniziert. Und ich hatte immer die Idee, dass Planer einen Plan haben, nur für den Psychologen sagt man eher, die haben keinen Plan. Und die Planer sagten zu mir, wir wissen es nicht, es schaut immer anders aus. Und das war dann ein ziemlich schwieriger Prozess, der hat ein halbes Jahr gedauert, bis wir gemeinsam einen Plan hatten. Berlin hat schon ein bisschen so etwas, aber ich gebe es Ihnen trotzdem mit, machen Sie das Wort frühzeitig wirklich fest, verorten Sie es in Phasen, damit man sich auskennen kann. Auch als Bürgerin oder Bürger tut man sich wesentlich leichter, weil wenn man eingeladen wird zu einer Veranstaltung, hat man sehr oft die Sorge, 4 Wochen später wird gebaut und in Wahrheit ist der Bau noch 5 Jahre entfernt. Jetzt ein paar Bilder dazu, was frühzeitig ist. Die Bilder schauen ein bisschen eigenartig aus, ein bisschen ist es Absicht. Ich habe sie farblich verformt, damit man die Menschen nicht erkennt. Das andere ist dieses Format, was leider etwas verzerrt. Das passt zum Dialekt, oder? Ein sehr guter früher Zeitpunkt ist das Planen. In Wien sagen wir das Planen auf der grünen Wiese, Greenfields. Wenn diese Wiese so überschaubar ist, dann kann zu diesem Zeitpunkt schon ein sehr guter Dialog mit der Nachbarschaft geführt werden, weil es nicht nur darum geht, dass jetzt die Menschen zum Planen beginnen, aber dass man sie fragt, wenn hier etwas kommt. Manchmal gibt es nämlich noch nicht einmal eine Idee. Man weiß nur, es muss etwas entstehen, es muss gebaut werden. Und dann ist es sehr gut, einfach zu sagen, was
hättet ihr gern an diesem Ort, was euch jetzt fehlt? Und manchmal sind das Schulen, manchmal sind das Kindergärten und manchmal ist es sogar ein See. Ob sich das immer verwirklicht, wird man sehen. Aber grundsätzlich ist das ein wirklich früher Zeitpunkt, wo man Planer, Architekten und Bevölkerung gemeinsam schon miteinander reden kann. Sehr viel schwieriger ist es, ich muss einen Schluck trinken, Entschuldigung. Sehr viel schwieriger ist es, wenn es um ein Riesenstadtentwicklungsgebiet geht. Das haben Sie auch in Berlin. Das sind die Brownfields, das sind Gebiete, die sind so groß, da kann man sich als einzelner Mensch überhaupt nichts mehr vorstellen. Und es dauert oft bis zu 20 Jahre, bis dort oft sogar ein eigener Stadtteil entsteht. Und hier beginnt die Stadt manchmal so, wenn es ein Grund der Stadt ist natürlich, wenn es ein Privatgrund ist, hat man nicht viel Einfluss, dann beginnt die Stadt so, dass Masterpläne ausgeschrieben werden. In Wien gab es zum Beispiel die Seestadt, ich weiß nicht, ob Sie von der gehört haben, das war früher das Flugfeld und da ist der erste Zeppelin gelandet. Und in der Mitte war so ein See und da war ihm dann der Wunsch, dass man weiterhin die Nachbarn dort baden können und es gab Masterpläne und es hat einer gewonnen. Aber jetzt kommt das Bild, es bewerben sich ja viele verschiedene Firmen und ich glaube, es gab noch nicht einmal auch in Wien einen Dialog mit der Bevölkerung zu den Masterplänen, wo man gesagt hat, welcher entspricht euch am meisten. Und ich finde, es geht nicht darum, dass die Bevölkerung dann entscheidet, aber es geht darum, dass die politisch Verantwortlichen und die Planungsverantwortlichen eine Rückmeldung bekommen, wo sich die Menschen am meisten in Beziehung setzen können. Und natürlich ist der Erfolg umso größer, wenn das, was die Stadtpolitik will, was der Bevölkerung gefällt und den Planern übereinstimmt. Wenn es nicht übereinstimmt, dann muss am Schluss sowieso die Politik die Entscheidung treffen, das kann ja niemand abnehmen. Ein anderer früher Zeitpunkt habe ich in Berlin gefunden. Ich weiß ja nicht, ob das ein umstrittenes Projekt ist bei Ihnen oder nicht, aber von Wien, ja, von Wien hat das sehr gut ausgesehen. Also Sie machen da so Schleifen, Sie machen jetzt nicht viele Diskussionen und es ist auch ein früher Zeitpunkt, so wie es ich verstanden habe, weil die Mitte in einer Stadt ist psychologisch ganz was Wichtiges. Das ist das Zentrum, von dem geht etwas aus. Das prägt die Stadt, viele Menschen sind damit verbunden, die Touristen kommen auch und schauen sich das an. Das ist ganz ein wichtiger Bereich. Aus der Mitte rausfallen ist nie gut, Sie wissen das, wenn man seine Mitte verliert. Und ich finde, Sie haben da sozusagen, das heißt, es ist schon städtebaulich etwas vorhanden, es soll sich etwas verändern und hier ist der Dialog mit der Bevölkerung ganz besonders wichtig. Aber auch hier gibt es natürlich den frühen Zeitpunkt, weil man kann immer die Frage stellen, was soll jetzt damit geschehen? Wir haben auch ein Beispiel. Dieses Beispiel heißt Hotel Intercont. Auf der linken Seite sehen Sie das Hotel Intercontinental, auf der rechten Seite das Wiener Konzerthaus. In der Mitte ist im Winter der Wiener Eislaufverein, der hohes Ansehen genießt, aber es ist eigentlich kein schöner Raum. Wir haben vor 5 Jahren wurde die Stadtpsychologie mit dem Dialog mit der Bevölkerung beauftragt und es war jetzt bis zum Schluss ein höchst umstrittenes Projekt, weil das Welterbe ist in Gefahr von Wien, also wir werden mit diesem Projekt auf die rote Liste kommen. Sie haben das, glaube ich, nicht, die Mitte von Berlin steht, glaube ich, nicht unter Weltkulturschutz, das macht es ein bisschen lockerer, aber trotzdem hat dieses Projekt begonnen wirklich mit der Frage, wie könnte es sein, was kann passieren, wie möchten Sie es haben, was ist für die Bevölkerung wichtig, wenn sich hier etwas ändert. Und die Bevölkerung hat gesagt, unter anderem, wir hätten gern keinen Turm. Und das ist jetzt rausgekommen. Das sind die Befürchtungen, die man immer hat, oder? Dann werden sie bestätigt. Ich persönlich finde, es ist trotzdem ein gutes Projekt gewesen. Aber städtebauliche Projekte, große Projekte, die die Menschen bewegen, sind immer sehr schwierig und am Ende ist nie die Garantie, dass es so ist, wie man sich's vorstellt. Andererseits sind natürlich viele Veränderungen auch positive verbunden. Ja, jetzt abschließend zu dieser Phase. Wir haben versucht für unseren, ich weiß nicht, ob man es hier ganz gut lesen kann, wir haben versucht für den Masterplan in Wien, das, was ich Ihnen jetzt am Anfang gesagt habe,
ebenso einen Planungsverlauf zu zeichnen, ob die Worte ganz die richtigen sind, ob Sie das in Berlin genauso machen, das ist Ihre Sache, aber ich gebe Ihnen nochmals mit, versuchen Sie, diese Phasen wirklich aufzuzeichnen, dass man sich vorstellen kann, was geht in so einem Prozess ab, von der Idee bis zum Bauen, damit man, wie das so schön heißt, sich auch verorten kann und auch die Beteiligung. Die Berliner frühzeitige Beteiligung wäre hier hinten beim Widmen. Also Sie haben Luft nach oben oder Luft nach links. Das zweite Wort nach frühzeitig heißt direkt. Neben allen Kommunikationsmedien, die Sie kennen, und Social Media und so weiter, gibt es eine Form, die total wichtig ist und die haben Sie heute auch schon praktiziert und sie wird weiter praktiziert werden, das ist die direkte Kommunikation oder wie wir auf Wienerisch sagen, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Es ist einfach so, das Miteinanderreden, das können wir vom Baby auf, das ist niederschwellig, man kann sich untereinander verständigen und wenn es um so heikle und so schwierige Projekte geht, dann braucht es ein Gegenüber, das einem etwas erklärt und auf der anderen Seite braucht es aber jemand, der zuhört. Und das gehört zusammen. Also es geht nicht nur um Schauen und ums Woreintippen, es geht wirklich um sich ansehen. Wir sind Menschen, wir haben fünf Sinne, wir wollen uns riechen, wir wollen uns sehen, wir wollen uns hören. Und vergessen Sie darauf bitte wirklich nie die direkte Kommunikation. Suchen Sie immer nach Formen der direkten Kommunikation, so wie heute Abend, das ist ganz super. Dann ist es wichtig, dass die Politik das unterstützt, diese Frau in der Mitte, hat sich immer den Diskussionen gestellt. Was Sie hier sehen, sind unsere Diskussionen zum Masterplan. Der ist auch von Anfang an im Dialog mit der Bevölkerung entstanden, aber es war nicht, also sie wurde nicht so eingeladen, so aktiv wie Sie heute Abend, sondern wir sind auf die Bevölkerung zugegangen, haben gesagt, es entsteht ein Masterplan, treten wir in den Dialog und wie es dann soweit war, haben wir auch einen Monat lang mit allen unterschiedlichen Gruppen diskutiert. Das hat dann so ausgesehen, dass wir so einen langen Tisch gemacht haben, damit man auch symbolisch ein bisschen versteht, diese lange Dauer von solchen Planungsprozessen. Und wie Sie sehen, es gab wirkliches Engagement, um mitzudiskutieren. Es gab auch die skeptische Haltung der Dame, ist Ihnen, glaube ich, auch nicht ganz fremd. Und es gab natürlich auch Menschen, die sie richtig reingehauen haben und mitgezeichnet haben. Und es ist wirklich etwas entstanden, wo ich nicht weiß, ob es das in Berlin schon gibt. Aus diesen Diskussionen ist aufgenommen worden der Vorschlag einer Vorhabensliste, dass man sich wirklich im Internet anschauen kann, welche Projekte sind in Planung, welche sind in Ausführung. Heidelberg ist da ganz gut drauf, das haben wir uns abgeschaut. Dann im Nachhinein aber gekommen ist es wirklich von den Bürgerinnen und Bürgern, die unsere Veranstaltungen besucht haben. Wichtig im Dialog ist, dass Nähe entsteht. Dass man sich wahrnimmt, dass man wirklich miteinander reden kann, dass man Vertrauen haben kann. Man ist ja sehr skeptisch auch gegenüber einem Plan, an Projektwerbern, Investoren, denen in die Augen zu schauen, denen zuzuhören, die zu riechen, das macht viel aus. Und hier sehen Sie eine dieser Dialogausstellungen, das sind zum Beispiel Mitarbeiter des Hotel Intercont, auch das ist ganz wichtig, weil es ging um ihre Zukunft. Die Zielgruppe der Jugendlichen ist ganz wichtig, habe ich genannt. Die Dialogpartnerinnen sind von uns, das ist vielleicht auch ein Motto, wenn sie im Dialog treten, immer gute Beratung dabei haben und auch ganz wichtig, sich an Orten draußen zu treffen, wo die Menschen auch leben. Abschließend für den Masterplan haben wir drei Methoden der direkten Kommunikation herausgearbeitet. Die können einzeln vorkommen, die können im Kombipark vorkommen, die sind wissenschaftlich belegt, die sind praktisch erprobt und sie können leicht umgesetzt werden und sind auch nicht wahnsinnig teuer. Das eine kennen Sie schon, das sind einfach Informationsausstellungen, wo es aber wichtig ist, dass es Beratung gibt dabei, dass man nicht allein gelassen wird. Moderierte Diskussion auf den Thementischen, da ist das Stichwort auf Augenhöhe miteinander reden und diese Befragungen in der umliegenden Nachbarschaft, die kann man mehr oder weniger wissenschaftlich machen oder einfach in Form eines Gesprächs. Letzter Punkt, frühzeitig, direkt und klar.
Da gibt es ein positives Vorteil, die Deutschen können viel klarer sprechen als wir Österreicher, wir verschwurbeln alles gern, wir sind gern im Konjunktiv, wir gehen ein bisschen gern im Kreis und ich habe es von meiner Kollegin gehört, die jetzt in Berlin lebt, die Berliner steuern direkt darauf zu, das dürfte eine gute Ressource sein, dass sie da gut weiterkommen in der klaren Sprache. Sprechen Sie klar und deutlich, Klarheit bei den Begriffen. Beteiligung hat so viele Erwartungen, so viele Enttäuschungen drinnen. Versuchen Sie auch beim Masterplan, da wird es genau dasselbe geben, versuchen Sie wirklich, ob es Leitlinien heißt, ob es Masterplan heißt, wie Sie ganz, die ganzen Dinge benennen, versuchen Sie es so auszudrücken, dass eine 14-jährige Person es versteht. Das kommt aus der Risikokommunikation. Sie können das üben mit den Kindern und den Enkeln. Erzählen Sie ihnen schwierige Projekte. Wenn die das verstehen, dann verstehen es viele Menschen. Und ich denke, das ist auch Sinn der Sache, dass es kein sozusagen Insiderplan bleibt, sondern etwas, oder auch die Leitlinien, wie Sie es nennen, etwas, was man nach außen geben kann und was viele Menschen verstehen. Wo haben wir versucht, jetzt klar zu sein? Wir haben versucht, klar zu sein im Ablauf. Der sollte immer gleich sein. Es wird eine bestimmte Gruppe von Personen eingeladen, es gibt ein Beteiligungsformat und es gibt eine Rückmeldung. Das schaut sehr einfach aus, spätestens beim Rückmelden wird schon kompliziert, weil es gehören da so Dinge rein, was ist passiert, was passiert mit den Ergebnissen und wie soll es weitergehen. Das nächste, wir waren auf der Suche nach Klarheit bei den Akteuren, wer soll alle eingeladen werden? Da haben wir eine Definition gemacht. Wir haben gesagt, wenn es um ein Projekt geht, dann wird 500 Meter im Umkreis jeder Bewohnerin, jeder Bewohner eingeladen. In Wien ist das zum Beispiel im innerstädtischen Bereich, sind das 4.000 Haushalte oder 8.000 Menschen, die davon erfahren und diese selben 8.000 bekommen noch einmal ein Schreiben mit der Rückmeldung, was ist aus den Ergebnissen geworden, weil diejenigen, die nicht die Ressourcen haben hinzugehen, haben zumindest die Chance davon zu erfahren. Ich spreche jetzt nicht über die ganze PR und was rundherum passiert, sondern das ist quasi die Basisarbeit, welche Akteure sollen eingebunden werden, welche Bürgerinnen und Bürger. Wir haben dann noch zwei wichtige Akteure dabei, die man eigentlich nicht vergessen sollte. Das sind Menschen, die sich für ihren Stadtteil schon engagieren, in unterschiedlichster Form. Und das ist auch im Dialog gekommen von den Bürgerinnen und Bürgern, nämlich die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner. Wie sie die erreichen, da muss man ein bisschen nachdenken, aber das geht auch. Ja, Klarheit bei den Kriterien, hier machen Sie es bitte besser als Wien, weil in Wien hat die Politik ein bisschen Schwäche gezeigt. Wir haben eine rot-grüne Koalition und wir haben Muss- und Kann-Kriterien entwickelt, was ganz schlecht ist, weil das macht sofort wieder intertransparent, wenn man fragt sich, warum muss bei dem einen Projekt Beteiligung sein und bei dem anderen nicht. Also hier die Bitte an Berlin, an die Frau Lompscher, nehmen Sie das bitte mit. Machen Sie einfach Kriterien zwischen 7 und 10, soll überschaubar sein. Aber die sollen dann einfach immer funktionieren. Damit Sie sich verlassen können, wenn das und das eintritt, dann gibt es auf jeden Fall mindestens einmal eine Information an uns, was hier alles passiert. Ja, und jetzt zum Abschluss. Wichtig ist, wenn Sie die Leitlinien dann fertig haben und Sie wollen ja, dass das nicht nur ein Papier für die Schublade wird, oder? Dann geht es darum, dass die Stadt, und ich glaube in Berlin sind die Bezirke noch viel mehr gefordert als in Wien, dass auch die Strukturen verändert werden, dass die Stadt das wirklich auch gut kann, dass sie solche Prozesse organisieren kann, dass sie ihre Rückmeldungen aufnehmen kann und so weiter und so fort, Ausstellungen machen. Also man muss auch innerhalb der Verwaltung etwas verändern. Das wurde auch in Wien gemacht. Das ist noch im Gange, gar nicht so leicht. Und was noch dazu kommt ist, dass solche Leitlinien, auch wenn gegen Bürgerbeteiligung ist nichts zu sagen und ich glaube auch, dass alle Parteien das immer gut finden, aber wenn es ans Eingemachte geht, ist es dann doch nicht so einfach. Und in Wien wurde das dann 2 Jahre, der Masterplan war fertig und sollte dann in den Gemeinderat, das ist das höchste Gremium der Stadt Wien, und es hat 2 Jahre gedauert, bis es soweit war. Und ich muss sagen, ich habe es manchmal selber nicht mehr geglaubt, dass es noch funktioniert. Es ist jetzt soweit,
wir werden den nächsten Schritt gehen, aber Sie haben Rot, Grün und Links. Und ich glaube, auch hier wird es einigen politischen Bedarf zu diskutieren geben. Ich finde es super, dass viele Bezirke dabei sind. Machen Sie gleich mit, dann ist es vielleicht nachher ein bisschen leichter. Die drei Grundprinzipien: frühzeitig, direkt und klar. Nehmen Sie sie bitte mit, denken Sie manchmal daran, weil ich glaube, dass Sie in den vielen Diskussionen und Zeiten, die noch folgen, immer wieder auf diese drei stoßen werden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch viele, viele spannende Sitzungen. Dankeschön.